Hallo und herzlich willkommen, hier ist Fabian für Recording.de. Zusammen mit Tim Heinrich habe ich mir ein neues Plugin angeguckt und zwar heißt das Movement von Output. Tim Heinrich hat den Testbericht geschrieben und ich gucke mir heute mit euch mal das Plugin genauer an. Ich gebe euch so einen kleinen Walkthrough, dass ihr wisst, was ihr überhaupt mit dem Plugin machen könnt. Hören wir uns erstmal an, was für eine Soundquelle ich überhaupt mit dem Plugin bearbeiten möchte. Das ist einfach ein ganz einfacher Pad-Sound in Omnisphere. Klingt so. Okay, und was Output jetzt mit Movement verspricht, ist, in Soundquellen mehr Rhythmen reinzubringen. Und zwar wird das Signal, die Soundquelle, gesplittet in zwei Engines, Engine A, Engine B. Und ich habe die Möglichkeit, pro Engine zwei Rhythmen anzuwenden. Die haben verschiedene Rhythmus-Modulationsmöglichkeiten. Einmal ein Step-Sequencer, ein LFO, eine Sidechain. Gucken wir uns genauer an. Ich habe pro Engine die Möglichkeit, bis zu vier Effekte einzufügen. Und ich kann kann das Volume und das Panning ändern, beziehungsweise modulieren mit den Rhythmen. Oben links im Browser, da kann ich aus 300 verschiedenen Presets wählen. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an. Ich mache mal das Plugin an und wähle jetzt mal den Saw Pumper. Gucken, was das passiert mit unserem Pad Sound. Muss ich hier mal auf Play klicken. Zack. Oder wir wählen mal. Ja, da hören wir schon ganz deutlich, wie stark Movement in das Signal, in die Soundquelle eingreift und wie stark rhythmisch modelliert wird. Genau. Und um jetzt mal genauer zu verstehen, was hier eigentlich passiert im Movement, gehen wir mal zurück auf den Ausgangspunkt. Und zwar Initialize hier 000. Wir sehen jetzt hier, wie ich es gerade schon gesagt hatte, auf der linken Seite in Engine A gibt es Rhythmus 1 und Rhythmus 2. Ich kann jetzt hier mal in den Rhythmus reingehen und den verändern. Ich habe die Möglichkeit zwischen Step Sequencer, LFO und Sidechain zu wählen. Ich kann im Rhythmus 1 aus 36 Pattern wählen, Simple, Complex, Triplet, kann man hier alle mal durchschalten, sich mal genau angucken, was es ist. Ich wähle jetzt mal hier Simple, genau diesen wähle ich hier. Das ist einer mit bis zu 32 Steps. Ich kann das Ganze auch randomisieren, dann passiert genau das. Ich kann hier nochmal draufklicken und schon wird wieder irgendeine neue Step-Sequence zufällig gewählt. Ich kann das Ganze auch selber einzeichnen, wenn ich auf Clear klicke. Ich gehe nochmal zurück auf meine simple Step-Sequence. Ich kann die Step-Sequence-Shape ändern, ich kann Swing hinzufügen und ich kann hier unten bei Rate auch noch Flux hinzufügen. Das erzähle ich gleich, was das ist. Das Plugin ist jetzt aktiviert. Wenn ich jetzt einen Sound abspiele, passiert noch gar nichts, weil der Rhythmus keinem Modulations-C-Out zugewiesen ist. Ich kann jetzt so den Step-Sequencer, zum Beispiel mal den Rhythmus 1, auf das Volume legen. Und dann sehen wir auch, hier bewegt sich auf einmal was. Und wir hören vor allen Dingen auch, dass der Step-Sequencer in die Lautstärke der Soundquelle eingreift. Ich kann jetzt hier im Rhythmus 2 zum Beispiel auch ein LFO wählen. Ich kann verschiedene Shapes auswählen. Ich will jetzt mal diese etwas abgefahrenen Shape hier. Ich kann die Startphase ändern, dann verschiebt sich der Anfang quasi. Dann kann ich ein bisschen Chaos hinzufügen. Und ich habe auch hier unten wieder dieses Flux Rate, das erzähle ich gleich. Ich lege jetzt mal den LFO aufs Panning und dann hören wir mal, was dann passiert. Aha, also jetzt greift der Rhythmus auch noch ins Panning ein, Rhythmus 2. Was ich auch machen kann, ist, kann einen Effekt hinzufügen. Ich will jetzt mal Distortion als ganz einfach hörbaren Effekt. Ja,
komm rein. So, achso, einfach raufklicken. Genau, und jetzt kann ich auch noch den LFO meinetwegen auf Drive legen. Und je nachdem, wie der LFO arbeitet, wird es auch noch hier Distortion zugefügt. Ich kann das auch alles ein bisschen reduzieren. Ich kann es auch verstärken, je nachdem, wie ich möchte. Ich kann jetzt jeglichen Rhythmus auf diese verschiedenen Modulationsquellen legen, ja, oder auf diese bestimmten Parameter setzen, ja, also zum Beispiel den LFO jetzt hier auch noch auf den High-Pass-Filter oder den Low-Pass-Filter oder was auch immer. Ich kann hier andere Effekte hinzufügen, den Reverb, was auch immer. Bisschen schade ist, ich kann halt nur einen Effekt, also ich kann nur eine Effektsorte pro Engine einsetzen. Also wenn ich jetzt einen Distortion drin habe und hier unten noch anderer Platz ist, kann ich keinen weiteren Distortion einsetzen. Das ist ein bisschen schade, aber okay. Als dritten Rhythmus gibt es die Möglichkeit, ein Sidechain zu benutzen. Ich kann hier Gain, Attack, Release und Offset einstellen. Und auf der Output-Seite wird ziemlich genau erklärt, wie man in den verschiedenen DAWs den Sidechain in Movement füttert. Bei Ableton geht das so über einen zusätzlichen Kanal. Wird meinetwegen jetzt hier so eine Kickdrum eingefügt. Das müsst ihr euch dann genau für die passende DAW anschauen, wie das funktioniert. In dem Fall wird es dann jetzt hier über einen Kanal eingefügt und geht zurück zum Movement. Und Movement hat dann meinetwegen jetzt hier mal, können wir mal spielen, diese Kickdrum. Man sieht jetzt hier schon, Movement bekommt ein Signal von der Kickdrum als Sidechain und jetzt kann ich hier mal, hier mal den Distortion aus und wähle ich hier Distortion in der Engine B und lege jetzt hier meinen Sidechain als Drive. Und da war schon sehr deutlich was passiert. Okay. Bleibt als letztes eigentlich noch zu erklären, was es dann mit, was es mit Rate auf sich hat. Ich habe nicht nur die Möglichkeit, vier verschiedene Rhythmen einzusetzen, die mit verschiedenen Parametern zusammenarbeiten und diese modulieren. Ich kann auch den einen Rhythmus durch den anderen Rhythmus modulieren lassen. Also zum Beispiel, ich bin jetzt hier im Rhythmus 1. Und möchte gerne, das ist jetzt der Step-Sequencer, dass diese Sequenz auch nochmal moduliert wird. Also kann ich hier von Rhythmus 2, das ist jetzt der LFO, den in meinen Flux einsetzen und schon moduliert der LFO nicht nur zum Beispiel das Panning oder andere Parameter, sondern moduliert sogar auch die Step-Sequenz. Also das ist nochmal, um das Ganze nochmal komplexer zu machen und noch mehr Bewegung reinzubringen. Okay, ich glaube, ich habe euch erstmal alles gezeigt. Probiert selber aus. Ich finde es ein super Plugin, um gerade in Pad Sounds oder verschiedene andere Soundquellen kreativ neu zu bearbeiten und ein bisschen herumzuspielen, zu gucken, wie man noch ein bisschen mehr Spannung in die Sounds kriegt. Ja. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald. Ciao.